Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trackmania Turbo mit der Trouble Town True. Hallöchen. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Oh Gott. Hallo, hallo, hallo. Oh. Ja, ich bin schon im Ziel. Grants ist rechts gefahren, die Franzosen Verdammt, links. Also Alter, links. Was echt? Die Franzosen sind links abgebogen. Die fahren dann auch gerade alle hinterher. Ist das egal, oder? Ja, ja, alle. Nein. Nein, wenn die Franzosen links fahren, ist links besser. Ist beides gleich. Hä, wo kam Grants denn gerade her? Ist doch nicht gleich. Oder war es ein Fake-Ziel? Okay, andere haben ein Ziel gehabt, ich nicht. Ich aber auch nicht. Muss man beide Runden fahren? Das kann natürlich gut sein. So eine 8, meinst du, oder was? Weil Grants kam gerade von oben gesprungen. Irgendwie. Der Checkpunkt wurde nicht gezählt. Oh ja, du musst beide. Ach du Kacke. Ich empfehle erst... Man muss zwei Runden fahren, oder was? Ja, erst links, genau, damit du alle Checkpoints mitnimmst. Oh, wie viele Checkpoints sind links? Ist da noch einer dazwischen? Nein, ich bin einer ist auf jeden Fall hier. Hallo, Grants. Hallo. Auf jeder Seite ist ein Checkpoint. Das ist ja scheiße. Kann man doch bestimmt über rückwärts fahren. Nee, der ist hier genau mittig. Ey, es gibt einen Trick. Es gibt einen Trick. Ist auf der linken Seite noch ein Checkpoint? Nee. Auf der linken, doch, so, auf der linken Seite ist einer ganz außen und einmal zwei. Der hinterm Ziel. Ah, okay. Und oben ist so gesehen, ja. Also links sind doch zwei, okay, sonst hätte man schummeln können. Ja, doch, hier außen ist einer. Indem man langsamer fährt und in einen reinspringt? Oder genau, was? Oben ja, bremsen und reinfallen, aber geht nicht. Links außen ist auch noch einer. Alter, hab ich was vergessen? Man springt über den einen Checkpoint drüber. Das ja, aber das ist ja egal. Du musst ja eh noch links fahren, wenn du über den einen springst. Ja, und dann muss man geradeaus fahren. Und dann Alter. Musst du geradeaus fahren. Leck mich am Arsch, wie ich jetzt so rumgeeiert bin, ne? Bin aber 14er geworden dadurch. Ja, ich war sogar gerade kurz Erster, weil er von niemandem im Ziel war. Und jetzt? Aber jetzt haben es alle verstanden, leider. Verdammt. Oh, 360! Außer Halil, der ist direkt in die Wand gefallen. Ja, da waren die auch gefallen. Ich finde seine Strecken aber auch witzig. Also schon ja, auf jeden Fall. Ist ja schon eine coole Strecke. Die ist richtig scheiße. Aber bevor hier irgendjemand rausfindet, was überhaupt Sache ist. Oh. Mach immer gerne alles wieder. Nein! Oh. Renz war auch immer der bei GTA viele Map-Ersteller den Selbstmord getrieben hat. Ja, gefällt mir nicht, was? Was hat das Clown Death Race, was? Ein gefällt mir nicht. Death Race war das Beste ever. Es gab ein gefällt mir nicht von Grants. Ich hab aber öfter eigentlich gefällt mir nicht. Ja, aber beim Clown Death Race gab es nur eins. 5 Millionen Likes, ein Dislike. Und das war deins. Und das hat den Typen dann fertig gemacht. Sind so diese Attention Whores. Und das Sumo-Ding war fantastisch. Ja, super. Also ich kriege hier keine gute Zeit hin. Okay, man muss erst. Man muss bin hier hinten bei Annes Place. Man muss echt. Ja, weil links hast du den Booster unten und wenn du darüber fährst, dann. Genau, richtig. Das ist am besten. Obwohl, den Booster mit dem Booster den irgendwie. Boost kannst du in die rechte Runde komplett mit reinnehmen. Ja, nee, das mache ich doch. Hier. Also wenn du die ganze Zeit gut gefahren bist, schaffst du es von der Geschwindigkeit ja gar nicht. Auch du musst richtig früh driften. Also ich nehme den Boost gerade mit und fahre da gerade rein. Okay. Ich hab Grants überholt, den Low Bob. Bin ich gar nicht, ja, weil ich so schnell an dir vorbeigezischt bin und meinen Namen gar nicht lesen konntest. Ich kann gar nicht lesen. Ich kann gar nicht lesen. Oh, was soll ich denn das? Warum stellst du mich bloß da, du? Ich das heißt, wenn du rückwärts fährst, dann wärst du irgendwie als Bot eingeschaltet. Genau, dann zeigt dir, wie du Ideallinie fährst. Wie kann ich mich dann bitte schon überschlagen in der Kurve? Das ist eine hervorragende Frage. Ich frag mich eher gerade, wie Leute einfach beim Start schon schneller sein können. Ich drück den Button einfach direkt ganz so rein, wie es geht. Ja, und? Aber es gibt erst drücken, wenn eins kommt. Es ist doch. Ja, aber davon mal abgesehen, es gibt doch gar keinen Checkpoint am Anfang. Es gibt doch schon Kurven. Das heißt, du kannst doch gar nicht wissen, wo die anderen. Zeit gut gemacht haben. Oh nein, genau 11. Weil wo ist denn für dich der erste Checkpoint? Nein, nein, einfach, dass die einfach direkt am Start schneller, also so wirklich schneller. Aber vielleicht sind die gar nicht am Start losgefahren, sondern sind die in der zweiten Runde sind. Ja, das kann natürlich gut sein, aber das wäre merkwürdig. Obwohl, es macht extrem viele mit dem Booster in rechts reinfahren. Ja, ich mach's jetzt nicht leicht. Ich mach's jetzt mal andersrum. Ich will mit dem Booster ins Ziel fahren. Um Gottes Willen. Das ist ganz witzig. So, bin ich 3 Sekunden langsam. Achso, das schaffe ich nicht mehr. 16 Sekunden hier. Ach ja. Nein, nicht umfallen, dass man da. Oh. Das egal!
Ach, das zeigt eh nicht mehr. Ich geh einfach ins Ziel. Ja. Guck jetzt hier ein. Oh Gott, Hintercrabs. Du bist jetzt auf hier? Wie viele Crabs denn? 33. LOL. Ich hab keine Runde hinbekommen. Wir mit Augen zugefahren, Mann. Und rückwärts. Und rückwärts. In einen Trabi. Ja, dann schaut mal alle. Nein, so machen wir auch nicht. Also 10 Minuten können wir den heute schon machen. Ja, eine Folge ist ab nächste Woche. Unsere alle Folgen werden kurz, aber nicht so kurz. Also wenn ihr euch ärgert, dass die Folgen kurz sind, ne, müsst ihr ansonsten alle 4 Tage schauen. Dann habt ihr nur noch eine Runde. Ich hab noch keine Zeit. Ja, genau. Nicht mal Luis. Ein Checkpoint. Eine Folge, ein Checkpoint. Oh Mann. Wer wird am nächsten Checkpoint die Nase vorne haben? Musikbooster. Nächstes Mal wieder vorbei. Okay. Verdammt, die muss mich zurücksetzen. Ja, bis morgen. Oh Gott, jetzt direkt eine Kurve. Ist direkt eine Kurve schrecklich bei Dragon. Ja. Wenn wir diese Kurven auf der Rennstrecke, was haben die da zu suchen? Aber echt, ey. Sag nicht so vorwurfsvoll, hey Anne. Hey, Anne. Ja, wegen dir bin ich fast auch da reingefahren. Ey, was hast du denn für eine schöne Nesca-Strecke? Das ist voll die Driftstrecke. Oh shit. Hier hat sich jemand überschlagen, ey. Wir haben noch mehr Fehler gemacht. Ich mich da auch nicht so gut schlagen. Außer überschlagen. Ah, da ist er. Nein, ich flieg am Ziel vorbei. Auch du warst das Crab. Ich bin am Ziel vorbeigeflogen. Die ganze Menge fährt und einer so sagt. An sich aber easy Strecke. Das ist eine sehr angenehme Strecke, muss ich dir recht geben. Oh, da werde ich sowas von letzter sein. Ach, du Scheiße. Ach. Das Schlimme ist, wenn du von der, sag ich mal, Rechtskurve in die Linkskurve gehst. Das ist die schlimmste Stelle. Ja. Oh, Olfo, was war das denn? Oh. Ah! Man hört die nur noch schreien. Was war das denn, Grenz? Weiß auch nicht, das war nicht. Oh, da ist einer mega abgehoben! Ey, aber 10. geworden trotzdem. Oh, einer ist komplett über die Tribüne, 100 Meter hoch. Einfach weg, wie so eine Rampe. Einer dreht direkt am Anfang um. Okay, nein, Leute, alle das mal im Blick. Ja, ich glaube, ich check nur die Strecke aus, ob es da irgendwo noch einen Weg gibt. Ja, aber es wird Sinn, Mann. Hinterm Start ist der erste Checkpoint. Echt? Kommt man da durch? Nee, ich habe jetzt nicht geguckt, ich fahre gerade ein gutes Rennen. Ein echtes Rennen. Ja, scheiße, auf der ersten Runde ist echt kein Checkpoint. Nein, ja, eben. Komm schon. Ach, Mann. Da ist Krabs und den überhole ich hier noch auf ein Ziel gerammt. Nee, hast du nicht. Top 10. So, 7. Okay, aber der Checkpoint ist so, dass du erstmal wieder gegen die Fahrtrichtung fahren musst, wenn du da die nach hinten fährst. Ja gut, aber dann setzt du musst die komplette Runde ja eigentlich nicht fahren. Nee, du musst diesen ganzen... Ja, das stimmt schon, aber du kriegst halt einen Boost und auch noch, ne? Also... Ey, man muss diesen blöden Sprung irgendwie schaffen, also den... Diesen Huppelsprung. Wenn du die Straßen wechselst, von rechts nach links, da. Ja. Ach, komm schon. Oh. Ich finde den am Ende schlimmer eigentlich. Ja, aber wenn du da gerade drauf zufährst, passiert da ja nichts. Ich crash dann immer voll in den... Ja, dieser Huppel echt zu sehen, das ist gut. Wechsel. Der Kurvenwechsel, das da muss den richtigen Winkel das haben. Das geht bei mir eigentlich. Da bin ich auch noch immer richtig gut dabei. Nein. Da bin ich immer so Vierter oder so. Scheiße. Ich war auch so Scheiße. Ey, guck dir das an. Wie fahren die denn hier um die Kurven, ey? Das ist physikalisch überhaupt nicht drin. Komm, gucken wir mal, was hinter uns liegt. Nein. Hinter uns ist einfach gar nichts, okay. So ist Top 20, Leute. Oh, Shigo. Freut man sich schon über die Top 20, ey. Ultimative Chartshow, ich bin der Erste, der genannt wird. Ja, aber da erinnert sich keiner mehr dran, weil die bis 1 Uhr nachts geht, ey. Wenn du da um 20.20 Uhr genannt wirst, ey, den Song holt sich doch keiner. Platz 100? Nein! Oh, das ist so eine gute Runde gehabt. Muss ja doch einen Trick geben. Ich fliege! Also ich habe gerade in dem Rechts-Links-Kurvenwechsel bin ich in der Luft so gedreht, dass ich perfekt weiterfahren konnte, aber dann war ich so schnell, dass ich gegen die Wand gefahren bin, damit ich gerechnet habe. Aber das geht. Wenn du diesen kleinen Hügel ganz rechts nimmst, dann kannst du auch locker einfach ganz normal fahren. Da hilft oh, nicht Shiro, blocken nicht! Gibt es auf dieser Strecke Checkpoints, ja oder nein? Ja. Drei Stück. Fünfter! Dann wäre ich da gleich einfach rechts abgebogen und die Wampe hochgefahren zum Ziel. Der Trick liegt in diesem Erdweg, weil du automatisch anfängst zu driften. Ja. Was mach ich denn da?
19. am letzten Checkpoint, ey, das ist doch Kotze da. Ich bin 6. jetzt. Aber nicht insgesamt, oder? Ja. Ach, aber kein Scheiß. Yes! Doch, LLB ja, oder was? Ja, da sehe ich nur die Top 95, da wo ich auch bin. Das war nicht. Achso. Eine Runde noch. Nein, da. Als ob! Wo hast du denn gecheatet? Das Pferdefuhrwerk hat mich überholt. Das Pferdefuhrwerk? Nee, ich bin endlich hinten halt perfekt durchgeflogen. Weil sonst bin ich da immer gegen die Wand. Nur einer ist noch schlecht. 25, der war fast perfekt, ey, aber ne? Nein. 29. 21. im Ziel, ey. Sogar bei so einem Brasilianer, ey. Ich bin ja ganz hinten. Ach, Paul. Leicht ist das Strecke. Ach, so ein Brasilianer auch noch. 25. Da gibt's ja nicht mal Zustände. Hallo, Ziel. Ah! Ich darf ja nichts gegen Brasilien sagen. Der wird wieder. Bei Rainbow Six schon so. Oh, Siebter, da hat gut Pune gebracht. Nichts gegen die brasilianische Spezialeinheit. Nur weil die da mit Steinschleuder kommen, ey. Da, ich seh mein Auto. Die kommen mit dem Belin Bau. Jetzt darfst du schieben. Jetzt darf ich? Okay. Macarena. Dann guck bitte bei jedem anderen noch vorbei, ja? Bei jedem? Außer bei mir bitte. Dann habt ihr nämlich 70 Minuten heute. Genau. Könnt ihr auch nicht beschweren, dass ich könnte das Video auch spiegeln. Bis dann. Tschüss.